So, dann herzlich willkommen zum Live Trading TV von JFD. Der DAX konnte nach der FED-Sitzung jetzt heute kräftig zulegen und spielte natürlich dann uns total in die Karten. Ich wollte jetzt erstmal kurz nochmal einen Rückblick, ein Resümee machen, was der S&P und der DAX jetzt die letzten 2 Wochen gemacht hat. Kurz, hier dieses Chartbild ist ja bekannt. Nur nochmals, hier werden auf fallende Kurse gesetzt, hier danach eben der Rebound gestartet und hier wurde eben es vom US-Markt sehr sauber abgearbeitet. Im DAX gab es hier ein leichtes eben Unterschießen sozusagen, aber das Setup, was wir hier letzte Woche eingegangen sind, bei 10.400 Punkten und auf Wochenbasis bei 10.200 Punkten rund, lief dann in dieser Woche dann eben super ab. Und hier nehme ich jetzt aktuell meine Gewinne mit, da ich eben auch morgen nicht da bin. Morgen wird der Christian Kämmerer mich hier vertreten und deshalb werde ich jetzt heute auch wegen dem Verfallstag, der auch morgen dann stattfindet, eben meine Positionen größtenteils schließen. Hier könnten auch noch direkt heute noch die 100 Punkte bzw. ja fast 150 Punkte theoretisch wären hier noch möglich, bis dann wieder hier die Abwärtstrendlinie getroffen wird. Am Tageschart stehen wir hier an der Oberkante des Rainbows und konnten wieder die Wolke überqueren. Auch hier, der Tag ist natürlich noch nicht zu Ende, könnte es eben auch ein kleineres, ja, ein Shooting-Kerze geben, ein Shooting-Star geben, dass es eben hier eben im Tagesverlauf abverkauft wird. Also dass einfach dieser Widerstand eben wirkt und im Tagesverlauf dann Richtung 10.600 Punkte wieder zurückfällt. Wäre jetzt hier auch im Tageschart ableitbar nach dieser Rallye. Im Stundenchart sieht man hier sehr schön, wir sind hier am 200, am EMA 200 angelangt und eben auch hier ist das jetzt hier ein Widerstand. Was eben auch hier eben super gelaufen ist, dann ist der Nasdaq-Index, der konnte jetzt gestern, aber das Video habe ich auch schon im Video erwähnt, komplett hier das Kursziel abarbeiten. Auch hier bin ich jetzt aktuell dann flat und der Markt könnte natürlich hier nach oben weiter durchschießen wegen der Weihnachtsrallye, was ja auch so, also dieses war für mich jetzt schon die Weihnachtsrallye, aber es könnte natürlich die Weihnachtsrallye noch weitergehen, aber bis jetzt ist es jetzt hier aus dem Chart so, weil halt hier noch die Abwärtstrendlinien bzw. eben auch noch die Widerstände sind noch nicht ganz ableitbar. Deswegen warte ich auch hier ab und bin auf der Seitenlinie. Bei den Setups sollte dann jetzt auch eigentlich jeder im Plus liegen. Deutsche Bank konnte hier direkt das eine Kursziel oder bzw. das, was angegeben war, eben den Kaufbereich auch mit der Kerze genau abarbeiten. Oder auch wenn man hier oben long ist, ist man jetzt hier auch schon knapp 50 Cent pro Anteilsschein im Plus. Der Stopp sollte man jetzt definitiv hier hochlegen. 21,20 oder auch teilweise vielleicht 21,10. Und ja, damit hat man sein Risiko begrenzt, aber das. Ja, ein kleiner Widerstandsbereich liegt ja, eben dann hier an, wo dann nahezu der Kurs erreicht worden ist. Ja. Bei der BMW-Aktie wurde man hier zwar ausgestoppt, der Wiedereinstieg erfolgte aber direkt am nächsten Tag wegen den ganzen Reversals in den USA. Und hier wurde eben auch von circa 93, ja, bis 99 wurden eben 6 Dollar dann pro Anteilschein erwirtschaftet. Auch hier
nehme ich die Gewinne mit. Bei der habe ich die Daimler-Aktie noch. Die Daimler-Aktie auch hier. Hier sind dann die Gewinne ca. 4 Euro pro Anteilsschein. Auch hier sieht jetzt erstmal aus eine kleine Konsolidierung und dann eben nochmal vielleicht das Kursziel, dass das Kursziel hier oben dann angelaufen wird. Also hier ist definitiv alles auf das letzte Low zu legen. Unter diesem sehen die Märkte dann allgemein sehr, sehr schlecht aus. Die anderen Aktien, die Goldaktien, lasse ich weiter laufen. Der Stopp wurde ja hier angehoben. Das ist die Newmont Mining Group. Sieht hier für mich schon nach einem Boden aus. Aber es könnte auch wieder, wie beim Öl damals, eine bärische Flagge gehen und es nach unten durchrauschen. Deswegen auch hier der Stopp bei 17,90 rum. Barrick Gold konnte gestern eben zulegen. Und auch hier bleibt eben das Setup erhalten. Und der Stopp knapp unter der 7 US-Dollar Marke. Dann noch. Gut, das Währungspaar habe ich nicht. Euro US-Dollar ist hier verschwunden. Gut, aber hier ist Euro, britische Pfund. Hier kann man definitiv, aber dann eben nicht auf Schlusskursbasis, sondern hier sollte man, wenn man hier einen Einstieg versucht, an der Unterkante des Rainbows, kann man jetzt leicht hochlegen. Ja, sollte der Stopp dann direkt gleich aktiviert sein, dann hat man hier ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn man knapp unter der 0,72 Marke einsteigt und den Stopp bei 50 Pips etwa setzt, und die Kursziele sind dann hier oben, wie beschrieben, da. So, das war's dann. Ich melde mich am Nachmittag noch mit ein oder zwei Setups wieder, dann noch mit einem Nachtvideo, und ab morgen oder beziehungsweise morgen den Tag wird dann der Christian Kämmerer hier zu geben sein. Danke fürs Zuhören und noch allseits gute Trades. Bis dann.